Heute checken wir mal aus, wie gut die Clay Pomade von Shea Revival ist. Starten wir wie immer mit der Verpackung. Als Verpackung haben wir hier einen Glastiegel, was natürlich sehr, sehr wertig ist. Trotz des Blechverschlusses haben wir hier eine wertige Verpackung, die mir vom Design her jetzt nicht unbedingt gefällt, aber wir haben hier trotzdem wertvolle Informationen auf der Verpackung drauf. Heißt, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, an dieser Stelle auch eine gute Punktzahl. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen sehr interessanten Geruch, erinnert so ein bisschen an Sauna und Pfefferminzaufguss. Finde ich nicht schlecht, finde ich sogar tatsächlich gut, weil er auch relativ dezent ist. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 20% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem matten Finish, mit einem starken Halt und mit Benefits für die Haare. Ob das wirklich hier drin ist, checken wir jetzt mal aus. Meine Vorfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Wir haben ja ein Produkt, was weder hart noch super weich ist. Einfach so ein Mittelding, ein Cream Clay, trifft es an dieser Stelle tatsächlich ganz gut. Kommen wir zum Auftragen. Das Auftragen ging aus dem Grund natürlich auch relativ easy von der Hand. Nach kurzem Verreiben war das Produkt wirklich rückstandslos in den Handflächen verteilt. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare erstmal ein wenig gepre-styled und zwar habe ich meine Haare etwas angefeuchtet, ein, zwei Drops Arganöl in meine Haare eingearbeitet, dann eine Föhnbürste dazu genommen und einen Föhn, den dann auf die mittlere Stufe gestellt und dann meine Haare erstmal in Richtung bzw. in Form geföhnt. Und anschließend habe ich dann das zuvor in den Händen verteilte Produkt ordentlich in meine Haare eingearbeitet und meine Haare dann mit meinen Fingern zurechtgestylt. Und das ging an dieser Stelle auch easy von der Hand. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Haare zu ordnen und dann war das die finale Frisur. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem starken Halt geworben und das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen, sondern wir haben hier einen maximal mittleren Halt. Wie sieht es mit dem Finish aus? Es wird mit einem matten Finish geworben und das kann ich an dieser Stelle im Gegensatz zum Halt auch hier bestätigen. Und das Finish hat tatsächlich auch was sehr Natürliches an sich, wie ich finde. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Kommen wir als allererstes mal zur Auswaschbarkeit. Das Produkt lässt sich ganz gut aus den Haaren herauswaschen, auch nur mit Wasser. Und zum Preis, ihr bekommt die Clay Pomade von Shea Revival für 25 Euro und dafür bekommt ihr 118 Milliliter, was an dieser Stelle für ein gutes Produkt ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Ja, ich kann das Produkt weiterempfehlen, guten Gewissens. Das Produkt ist vorwiegend für Leute geeignet, die feine bis normale Haare haben und einen maximal mittleren Halt benötigen und einfach auch einen schönen natürlichen Matt-Effekt in ihren Haaren haben möchten und ihren Haaren zusätzlich noch ein paar Benefits mit auf den Weg geben möchten. Totale Punktzahl. Die Clay Pomade von Shea Revival bekommt all in all 38,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.